So, jetzt hoffe ich mal einen recht schönen guten Abend, dass ich jeden jetzt auch hier drauf habe, dass Sie mich hören können. Weiß ich gar nicht, ob dies der Fall ist. Wir warten mal noch einen kurzen Moment. Wir haben, denke ich, sehr viel mehr Teilnehmer, die sich angemeldet haben. Vielleicht kommen noch ein paar dazu. So, es kommen immer noch ein paar Teilnehmer dazu. Jetzt warten wir mal. Bild, Ton ist da, ist bei jedem da. Das ist schön. So, dann hoffe ich jetzt mal, ja, funktioniert alles. Super. Also, Sie hören mich, glaube ich, alle. Wunderbar. Dann erstmal recht schönen guten Abend an alle hier aus dem südbadischen Freiburg im Breisgau. Da bin ich nämlich tatsächlich wohnhaft und habe heute ein sehr spannendes Thema für Sie vorbereitet, nämlich das Thema Darmgesundheit, wie wir sie aufrechterhalten können und wie wir sie auch wiederherstellen können, wenn die Darmgesundheit durch welche Gründe auch immer in Dysbalance gekommen ist. Vielleicht kann ich mich kurz vorstellen. Ich bin von Haus aus eigentlich Biologin und Ernährungswissenschaftlerin und seit ein paar Jahren auch Heilpraktikerin. Das ist ähnlich wie, glaube ich, in Österreich der Energetiker. So ist es bei uns, glaube ich, in Deutschland als einziges, nennt sich das Heilpraktiker. Ich bin als Referentin tätig und auch als Ausbilderin im Bereich Ernährung, Gesundheitsprävention, Körpertherapie. Und habe eigentlich sehr viel mit Prävention zum Thema Darm-Mikrobiom zu tun. So, jetzt fangen wir mal an. Diesbezüglich wünsche ich allen ein gutes Zuhören. Und wenn Sie dann anschließend Ihre Fragen sehr gerne in den Chat reinbringen wollen, dann können wir die anschließend hoffentlich auch gut beantworten. Wir gehen heute einfach auf die Prävention, aber auch auf orthomolekulare Therapieansätze ein, wenn der Darm mal nicht so richtig funktioniert, wie er soll. Zunächst mal kurze Basis zum Darm. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist das Immunsystem im Darm angesiedelt. Nicht umsonst, weil bevor wir mal irgendwann zu Primaten wurden, war das Ganze mehr oder weniger ein Darmschlauch. Dieser Darmschlauch hat sich irgendwann zum Gehirn entwickelt und irgendwann ist das Gehirn dann Richtung Kopf gewandert. Heute weiß man, dass es im Grunde eine sehr starke Verbindung zwischen dem Darm und dem Hirn gibt und deswegen nennt man das mittlerweile auch Darm-Hirn oder auch viszerales Gehirn, weil sich das im Grunde wie ein eigener Organismus, ein eigener Organbereich verhält. Das ist sehr wichtig für einmal für die Diagnosestellung, aber auch für den Therapieansatz. Wie Sie vielleicht auch wissen, ist der Darm am Anfang noch keimfrei, aber schon bereits während der Geburt, die hoffentlich nicht per Kaiserschnitt stattfindet, sondern auf natürlichem Wege stattfindet, wo sich das Neugeborene bereits mit der Vaginalmikrobiota und auch mit dem Hautmikrobiom sozusagen schon mal infizieren kann, in Anführungszeichen, bekommt im Grunde das Neugeborene schon die erste Dosis an Darmbakterien und der Magenbakterien mit. Das ist sehr wichtig, auch wieder für die Diagnose und richtige Herangehensweise sollte mal eine Darmfehlbesiedlung vorliegen, weil man weiß, dass heutzutage Kinder, die mit Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sind, sehr viel mehr atopische Erkrankungen im Laufe ihres Lebens durchmachen können, sei denn eine Hebamme bringt das Vaginalsekret auf die Brustwarzen, um das Kind gleich beim ersten Stillen schon mit den richtigen Bakterien zu beimpfen.
Ein Drittel der Darmbakterien ist bei allen Menschen sehr ähnlich, aber mehr als 70% sind sehr individuell. Man spricht da auch von einem individuellen Fingerabdruck, ähnlich wie unserem Daumenabdruck. Und das ist wichtig, auch wiederum für die Zusammensetzung der Bakterien später im Verlauf des Vortrages zu verstehen, dass wir eben dieses eine Drittel Darmbakterien, die sehr ähnlich sind bei uns allen, die auch aufrechterhalten. Dazu aber noch später etwas mehr. Diese Darmzusammensetzung des Mikrobioms verändert sich im Laufe des Lebens, je nachdem, was wir für Faktoren haben, die auf dieses bakterielle intestinale Mikrobiom einwirken. Das können Ernährung sein, das können aber auch psychische Stressoren oder physische Stressoren, aber vor allen Dingen Medikamente auch sein, die nämlich dann zu einer reduzierten Diversität im Darm führen können. Und dann zum Beispiel diese CED, diese chronisch entzündlichen Darmerkrankungen mit verursachen können. Und hier sind eben diese Bakterienspezies Bacteroides, Firmicutes, sehr wichtig. Die geben einfach Ausschlag dann dahingehend, ob die Veränderung eben mit diesen Bakterien Überwachung zusammenhängt oder eben muss man woanders schauen bei den Darmerkrankungen. Dazu aber nachher noch ein bisschen mehr. Um nochmal diese Begrifflichkeit zu erklären, heute spricht man nicht mehr von Darmflora, auch wenn man es in ganz vielen Büchern noch findet, weil es ist ja keine Blüte oder Blume, sondern es sind tatsächlich Bakterien, aber auch kleine Pilze und Viren. Im Grunde all das zusammen nennt man das Mikrobiota oder die Anzahl aller Mikroorganismen. Und wenn es um die Genetik oder um das genannte Genom geht, dann spricht man hier vom Mikrobiom, welches im Grunde sehr, sehr vielfältig ist, wenn wir die Summe aller Bakterien zusammennehmen, von denen die meisten sich im Darm befinden. Dann sehen wir hier, dass wir eine 100-mal höhere genetische Vielfalt haben. Wir wissen, dass es heute bis zu 4000 verschiedene Bakterienarten geben kann. Davon haben wir aber in unserem Darm-intestinalen Bereich normalerweise so um die 150 bis 300. Was aber sehr wichtig ist, dass unsere gesamten Bakterien, die da 2 Kilo ausmachen können, also sprich bis zu den 3% unseres Körpergewichtes, dass deren metabolische Leistung sehr ähnlich der Leistung unserer Leber ist. Das heißt, wir können auf die nicht verzichten. Sie sind lebensnotwendig. Und wie Sie wahrscheinlich auch wissen, gibt es ja mittlerweile auch Forschung im Bereich der Darm-Hirn-Achse. Hier nur mal kurz einen Einblick, was man damit eigentlich konkret meint. Ist, dass im Grunde die Darmzellen einerseits Serotonin produzieren. Zu 90% wird im Darm produziert, ist aber nicht durchlässig mit dem Gehirn Serotonin, sondern bleibt einfach im System. Und das wird wiederum produziert durch Metabolite, oder zumindest meistens die Hypothese, durch Metabolite der Bakterien im Darm. Das heißt, wenn Darmbakterien bestimmte Metabolite aussenden, dann werden Enterozyten induziert, Serotonin auszuschütten. Und das wiederum geht dann indirekt wiederum ans Gehirn. Andererseits ist unser Darmhirn auch dahingehend verbunden, weil Immunzellen im Darm angeregt werden können über Metabolite und das wiederum auch nach oben ans Gehirn gesendet werden kann, diese Information. Wichtig ist, dass die Bakterien eigenständige Metabolite absondern und dadurch eben unter anderem auch die Funktion der Blut-Hirn-Schranke beeinflussen und sogar verändern können. Hier ist nochmal ein kleines interessantes Mausmodell oder Mausstudie gewesen von der UCLA, also in Kalifornien, die zeigen konnte, dass die Metabolite von bestimmten Bakterienstämmen die Serotoninsynthese eben in der Dickdarmwand anregen vermochten und damit auch die Darmperistaltik beeinflussen können. Warum das wichtig ist, sehen Sie dann noch im Verlauf des Vortrages. Immer wieder werde ich auf diese Butyrate oder auch diese Metabolite zu sprechen kommen.
Aber um nochmal zu verstehen, warum der Darm so wichtig ist, die Tatsache, dass unsere neurodegenerativen Erkrankungen und Depressionen und Alzheimer und MS und wie sie da alle heißen, immer mehr zunehmen. Was natürlich auch im Zusammenhang zu sehen ist mit unserem Darm. Weil wenn wir hier den Darm betrachten, dann schauen wir mal nach da oben. Hier gehen 90% aller Signale direkt zum Gehirn, also vom Darm zum Hirn und umgekehrt aber nur 10% vom Hirn zum Darm. Abhängig von der Mikrobiota fühlen wir uns entsprechend gut oder schlecht. Man weiß zum Beispiel, dass bei den Reizdarmpatienten immerhin die Hälfte der Patienten nicht nur am Darm erkrankt sind, sondern mit Depressionen und Angststörungen zu tun haben. Das ist also mal nochmal ein Beispiel dafür, wie wichtig einfach diese Darm-Hirn-Schranke oder diese Darm-Hirn-Achse ist. Und wenn man sich das jetzt nochmal anschaut, upsala, so, machen wir es jetzt hier, dann wollte ich hier eigentlich nur auf eins eingehen, um zu verstehen, warum ist der Darm immer wieder mit dem Hirn zusammen zu betrachten, also nicht eigenständig. Weil, wie ich vorhin schon sagte, kann der Darm durch Bakterien über das Immunsystem, das wiederum Zytokine aussendet, direkt über die Blutversorgung ans Hirn gewisse Entzündungsprozesse in Gang setzen, zum Beispiel über Pneumokokkus Faktor Alpha oder auch über Interleukine. Diese Patienten normalerweise auch wieder besser. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir diese Art von Bakterien, die eben genau diesen Weg hier triggern, verhindern oder auch verringern. Auf der anderen Seite gibt es Bakterienmetabolite, die auf die Darmneuronen wirken, direkt hier, die auch wiederum hier an die Enterozyten ansetzen, die dann auch wiederum über das Blut ans Gehirn funken können. Und je nachdem, was das für Metabolite sind, in dem Fall sind zum Beispiel die kurzen Fettsäuren, kurzkettigen Fettsäuren, also Butyrat zum Beispiel, das sind Butyratbildner, das sind bestimmte Bakterien, die diese Fettsäuren bilden. Wenn die eben vorhanden sind, dann verstärken sie die Blut-Hirn-Schranke. Das heißt, hier ist dicht und da kommen also keine autoimmunbedingten Entzündungsprozesse zustande oder normalerweise sollten sie nicht zustande kommen, wenn wir eben diese Butyratbildner vorliegen haben. Dann gibt es natürlich auch das enterische Nervensystem, das hier auch wieder über Metabolite auch hier zurück wieder ans Gehirn. Also wie Sie sehen, gibt es sehr viel Verbindung vom Darm Richtung Gehirn. Umgekehrt aber auch vom Gehirn Richtung Darm. Und Sie kennen es wahrscheinlich, wenn Sie unter Stress sind oder wenn Sie sich erschrocken haben, dass Sie plötzlich ein mulmiges Gefühl im Darm spüren. Das hat genau damit zu tun, dass eben der Darm mit dem Hirn kommuniziert und umgekehrt das Gehirn, wenn es etwas Schlimmes sieht, wie zum Beispiel eine Spinne und man fühlt sich danach so, als würde man sich übergeben wollen, dann hat es genau damit zu tun. Ja. Ist auch interessant, dass die Darmbakterien unterschiedlich unseren Gastrointestinaltrakt besiedeln. Im Magen findet man hoffentlich keine. Also man kennt wahrscheinlich den Helicobacter pylori, der da nicht hingehört normalerweise. Aber ansonsten sollte also im Magen gar nichts vorhanden sein an Bakterien. Und wenn wir dann vom Zwölffingerdarm langsam in den Dickdarm rüberkommen, dann erkennen Sie hier, dass sich auch die Bakterienspezies verändern. Jetzt sehe ich gerade, dass hier jemand meine Folien gar nicht sieht. Interessant. Ich hoffe, das ändert sich noch. Da müsste sich die Frau Enzi kurz vielleicht drum kümmern. Ich hoffe, dass Sie die Folien sehen. Sonst bitte vielleicht noch mal einwählen. Okay, dass sich der rote Punkt bewegt. Okay, prima. Also, ich hoffe, Sie sehen alle, was ich auch sehe. Wir haben jetzt hier ein Darm und die Besiedlung des Darmes durch verschiedene Bakterienspezies.
Die meisten Bakterien finden sich im Dickdarm, danach im Dünndarm. Und wie gesagt, im Magen sollten eben sehr wenig sein oder halt zumindest die richtigen. Wenn wir jetzt um das Thema Darmgesundheit uns bemühen, also sei es jetzt im Präventivbereich oder auch im therapeutischen Bereich, ist es sehr wichtig, dass wir diese drei Schutzebenen dieses Darmes, was wir haben, einmal die intestinale Mikrobiota, das nennt man auch gerne mal die Darmflora, das ist diese hier, aber auch die Mucusschicht und die Darmschleimhaut, das was hier Becherzellen, die Mucin bilden, normalerweise hier ausschütten. Und die dritte Schutzebene, das ist dieses darmassoziierte Immunsystem hier unten, immer im Hinterkopf behalten, wenn wir präventiv und therapeutisch arbeiten wollen. Weil ohne Schutzschicht kommen die falschen Bakterien hin, die dann wiederum auch diese sogenannten Tight Junctions, ich komme da gleich noch drauf, verändern können sie auch den Darm nicht gesunden lassen. Das heißt, immer diese drei Schutzebenen mit berücksichtigen, weil die Darmmikrobiota, also unser intestinales Mikrobiom, sehr viele Stoffwechselfunktionen beinhalten oder also eigentlich dafür zuständig sind, dass sie Energie in Form von kurzkettigen Fettsäuren bereitstellen, die wiederum unseren Darm gesund erhalten. Also die auch die Epithelzellen regulieren, die deren Wachstum, die Differenzierung regulieren, die auch die Darmzotten und die Durchblutung der Darmzotten mit ausbilden und regulieren helfen. Und ganz wichtig, die Permeabilität der Darmwand aufrechterhalten. Sie sind auch unter anderem durch bestimmte Metabolite wichtige Induktoren für die Becherzellen, damit die den Schleim, diesen Mucus auch ausschütten. Und andererseits leben die Bakterien auch von dem Mucus. Also das eine bedingt das andere. Dafür sind sie also sehr wichtig. Auf der anderen Seite bilden sie aber auch antimikrobielle Substanzen, wie zum Beispiel die Defensine, die pathogene Keime normalerweise abfangen bzw. auch vernichten können, regelrecht, und damit auch Pathogene zurückdrängen können. Wichtig auch, wenn wir hier nochmal kurz zurückgehen, wenn wir diese intestinale Schicht hier anschauen, dann hilft die wie eine Kolonisationsbarriere gegen andere pathogene Keime. Deswegen haben die hier auch eine ganz wichtige Kolonisationsresistenz. Und auf der anderen Seite durch Regulation inflammatorischer Zytokine legen sie auch wieder auf die Abwehr von Pathogenen. Und dann, last but not least, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, sind die Bakterien auch wichtig für die Entwicklung unseres Immunsystems, auch wiederum über ihre Metabolite und bestimmte, die man auch noch nicht alle so kennt, zumindest der Metabolite, die dann wiederum auf das T- und B-Zellen-Proliferation und sagen wir mal auch Schulung der T-Zellen, B-Zellen sich auswirken. Also ein sehr wichtiger Punkt. Warum? Weil je nachdem, welche Bakterien wir haben, haben die Bakterien auf uns positive und negative Effekte. Also hier mal nur ein kurzer Überblick über die Bakterienvielfalt, die wir im Darm finden und die Abhängigkeit unseres Mikrobioms oder unserer Mikrobiota auf unsere Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen. Also wenn wir zum Beispiel hier viele Vollkost oder Vollkornprodukte zu uns nehmen, dann haben wir viele von diesen Bakterien hier, die dann bestimmte Metabolite, zum Beispiel diese Short-Chain Fatty Acids, das sind diese kurzkettigen Fettsäuren, von denen ich vorhin sprach, oder CO2 produzieren, die dann eben bei uns zum Beispiel asthmatische Veränderungen verbessern können oder auch regelrecht präventiv dagegen helfen, insgesamt den energetischen Metabolismus verbessern und so weiter. Dann, wenn wir zum Beispiel Präbiotika nehmen, also
zum Beispiel Fruktane, zum Beispiel in Form von Inulin oder Topinambur oder selbst Löwenzahn, Bananen und so weiter. Haben wir mehr diese Art von Bakterien, besonders Bifidobakterien und Fäkalibakterien, Lactobacillen, die Sie bestimmt schon auch gehört haben. Das sind sehr wichtige Bakterien, weil die wiederum wichtig sind für unseren gesamten Verdauungs Apparat, die verhindern eben, dass man Durchfälle bekommt. Die verhindern aber auch Infektionen, weil sie den pH-Wert ansäuern. Wiederum der pH-Wert, wenn der angesäuert ist, weil es im leicht sauren Milieu ist, dann werden pathogene Keime auch wieder abgetötet oder sie haben gar keine Möglichkeit, dort zu überleben. Während wenn wir jetzt zum Beispiel, gehen wir mal darunter, also wenn wir jetzt praktisch viel Fett essen würden oder fettreiche Kost zu uns nehmen, dann kommt es eher hier zu Entzündungserscheinungen, was in der heutigen, leider Gottes, in der heutigen Ernährung häufig der Fall ist. Und wichtig ist, wenn man eben Darmdysbiosen hat, dass man da auch hinschaut, was hat man hier für eine Mikrobiota. Jetzt habe ich das Wort Dysbiose ja schon genannt, also praktisch eine Veränderung der Zusammensetzung Formen der Dysbiose, abhängig von der Keimzahl pathogener Keime und oder von der Diversitätsabnahme und oder von dem Verlust nützlicher Bakterien. Meistens kommt hier eine Kombination aus verschiedenen Formen der Dysbiose zustande, die man dann so quasi auch als Mischform bezeichnet. Man weiß heute, dass die Diversität, zum Beispiel der US-Amerikaner, gerade mal 50% der Diversität der Amazonas-Indianer, indigene Völker, die man dort untersucht hat, aufweisen. Und man weiß auch, dass der IQ in den letzten Jahren doch stark abgenommen hat in den amerikanischen, nordamerikanischen bis nach Brasilien runtergehenden Ländern. Und natürlich liegt es mit Sicherheit auch an der Abnahme der Diversität des Mikrobioms. Das ist auf jeden Fall per Studien schon nachgewiesen. Das dazu. Welche Einflüsse gibt es denn nun unser Mikrobiom, also die Mikrobiota an sich, sagen wir mal, zu verschieben, also sprich zu einer Dysbiose zu kommen? Das ganz Wichtige sind die Xenohormone oder xenohormonähnliche Substanzen, wie die ganzen Weichmacher, die wir im Wasser finden, die wir in den Cremes, in Kosmetik finden, die wir eigentlich heutzutage überall finden und die fast nicht mehr wegzudenken sind. Aber die sind sehr wichtig, weil die wirken direkt damit auf das Mikrobiom. Ähnlich auch andere, sagen wir mal, Medikamente, wie insbesondere die Antibiotika, da zeige ich Ihnen gleich noch ein paar Folien dazu. Aber auch alle Arten von Toxinen, von Noxen, zum Beispiel, was wir jetzt ganz besonders hier haben, Feinstaubbelastung, Pestizidbelastung oder auch ganz banal, so banal ist es leider nicht, weil es sich überall findet, ist dieses Titanoxid, was man auf jeder Tablette normalerweise als Überzug findet, in jeder Zahnpasta findet, in allem, was im Grunde weiß ist, findet und jetzt gibt es mittlerweile viele Studien darüber, wie das Titanoxid tatsächlich auch das Mikrobiom negativ beeinflusst, regelrecht schädigen kann. Dann aber auch Schwermetalle, Zahnmaterialien und vor allen Dingen Konservierungsstoffe in Lebensmitteln. Das ist man sich gar nicht so bewusst, aber man nimmt eigentlich Konservierungsstoffe ständig auf, in irgendeiner Form. Sei es jetzt zu Hause, über irgendwelche Konservierungsmittel, die wir jetzt auch tagtäglich bei uns auf den Händen drauf schmieren, oder auch direkt über die Nahrungsmittel, die konserviert worden sind. Das will ich hier einfach mal hervorheben, weil wenn wir einen Darm gesund halten wollen, dann sollten wir all dieses hier eigentlich ausschalten. Unter anderem zum Beispiel auch das Rauchen aufgeben, unter anderem auch Marathonläufe aufgeben, weil auch die tatsächlich sich negativ auf das Mikrobiom auswirken können. Aber ganz besonders auch Angst, Stress, psychische Probleme wirken genau gleich wie eines dieser
Knopfen, sage ich jetzt mal. Stress ist genauso ein Problem. Elektromagnetischer Bestrahlung und jetzt das 5G ist ein Riesenproblem. Da gibt es auch mittlerweile Untersuchungen, dass auch das Mikrobiom geschädigt wird durch elektromagnetische Wellen und insbesondere in den USA, weil die ja sehr viel 5G mittlerweile weit verbreitet haben, dass unter anderem auch ein großer Grund ist, das weiß ich direkt von einem Arzt, der in den USA lebt, aber eigentlich hier von Freiburger Gegend kommt, der hat zum Beispiel herausgefunden, dass die ersten Corona-Patienten, die er behandelt hatte, tatsächlich sehr stark, sag jetzt mal, verstrahlt, bestrahlt waren, sowohl in ihrem Arbeitsumfeld als auch daheim. Und entsprechend ein sehr schlecht ausgestattetes Immunsystem hatten. Das am Rande. Was passiert, wenn sich das Mikrobiom verändert? Haben wir nämlich Auswirkungen sowohl im Immunsystembereich, nämlich Entzündungen nehmen zu, Infektanfälligkeit nimmt zu, atopische Erkrankungen nehmen zu, aber vor allen Dingen diese hier, die, als ich am Anfang schon gesagt habe, alles, was auch neurologisch sich abzeichnet, nimmt mittlerweile immer mehr zu. Natürlich auch Diabetes, nicht alkoholische Fettleber, aber auch Übergewicht, Typ-2-Diabetes. Und dann dieser große Part hier an neurologischen, sage jetzt mal psychisch-neurologischen Erkrankungen nimmt zu. All das ist vergesellschaftet mit einer Dysbiose im Darm, im intestinalen Mikrobiom. Und man kann auch nicht sagen, weil man das oft hört, pathogen, nicht pathogen. Man kann nicht sagen, dass ein Keim schlecht oder gut ist, sondern der ist immer nur so gut oder so schlecht, wie gerade sein Darmmilieu eben ist. Will heißen, es ist wirklich wichtig, dieses Darmmilieu gut aufrechtzuerhalten, damit wir die richtige, jetzt sagen wir mal, die richtige Programmierung unserer Mikrobiota auch wirklich vorliegen haben. Denn als Beispiel, wenn wir den Lactobacillus Euteri hier sehen, der kann auf der einen Seite allergische Erscheinungen auslösen, die man zum Beispiel die Histaminausschüttung induziert, je nach Milieu, aber kann er sich auch wiederum hemmend auf Histaminausschüttung auswirken und wirkt sich da eben eher positiv aus. Das nur als Beispiel. Jetzt, wenn wir mal draußen in der Therapie schauen oder in der Diagnostik schauen, werden wir sehr häufig folgende Symptome erkennen und auch hören. Immer mehr Allergien nehmen zu, die Autoimmunerkrankungen nehmen sehr stark zu, insbesondere Hashimoto und Rheuma, aber auch die depressive Verstimmung nimmt immer häufiger zu. Ich will das gar nicht alles aufzeichnen, aber was ich sehr wichtig finde, ist auch noch dieser Punkt hier zu sehen, dass viele Patienten, die mit chronischem Müdigkeitssyndrom oder auf ständiger Müdigkeit zum Arzt kommen oder auch mit so einem rammdösigen Kopf, man nennt es auch Brain Fog, wenn man also das Gefühl hat, man ist ständig unter so einer Dunsthaube, dann werden die Patienten meistens so ein bisschen in die psychische Schiene gesetzt, aber dass das alles herrührt von einer Dysbiose im Darm. Daran denken eigentlich die wenigsten Ärzte. Man sieht es aber auch schon am Erscheinungsbild an sich, wenn jemand sehr fettiges oder sehr trockenes Hautbild hat, zum Beispiel, oder sehr stark geblähtes nach einem Essen oder einfach insgesamt permanent antriebslos ist, kann man tatsächlich mal an den Darm denken. Weil, was, upsa, jetzt, upsa, ah, so, was passiert? Ich habe ja vorhin gesagt, der Kolonisationsschutz im Darm ist nur dann gewährleistet, sehen Sie hier, wenn der Darm gesund ist. Wenn der Darm zum Beispiel durch eine Antibiose angeknackst ist, dann können sich Fäulniskeime zum Beispiel ansiedeln. Das sehen Sie hier. Und ich gebe auch unter anderem Fortbildung zum Thema Antibiotika-assoziierte Diarrhoe, insbesondere bei Apothekern, was ein sehr großes Problem mittlerweile ist. Und gerade letzte Woche war ich in Dortmund bei einem Vortrag und da haben mir doch Apotheker tatsächlich gesagt, die haben bis zu 50 Rezepte am Tag, also Antibiotika-Rezepte am Tag, die sie von ihren Kunden bekommen.
Da war ich dann schon sehr erschrocken, weil die wenigsten wussten, dass man eigentlich mit einer Antibiose auch sofort mit einer Probiose anfangen soll. Weil, wenn man das nicht tut, das sehen Sie jetzt hier, sind bestimmte Risikowahrscheinlichkeiten, zum Beispiel Übergewicht bis hin zur Adiposität, erhöht. Aber auch starke Infektionen, wie zum Beispiel diesem Erreger Clostridium difficile, der mittlerweile exponentiell angestiegen ist, gerade zum Beispiel in den USA, aber bei uns auch. Also ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber zumindest in Kliniken hier auch, ist ein richtig großes Problem, weil gegen den hilft nicht mehr viel, außer dass man Stuhltransplantationen zum Beispiel macht. Was ich hier am Anfang nochmal sagte, wie wichtig es ist, dass das Kind per Kaiserschnitt, nee, eben nicht per Kaiserschnitt, sondern per normale Geburt auf die Welt kommt, sehen Sie nämlich hier. Dass Kinder, die ja normalerweise in den ersten 2 Lebensjahren ihr Mikrobiom ausbilden, wenn die jetzt schon mal Antibiotika bekommen haben, dann steigt das Risiko tatsächlich. Und zwar mit Anzahl Antibiose oder Antibiotikagabe bis zu 10% der Diversität wird pro Antibiotikagabe sozusagen herabgesetzt, wenn man nicht gleichzeitig ein Probiotikum gibt. Und man weiß das schon sehr lange und komischerweise wird es immer noch nicht wirklich umgesetzt. Also zumindest bei uns ist es leider selten, dass ein Arzt oder ein Therapeut den Patienten so aufklärt, dass er ihm auch gleich ein Probiotikum, am besten ein Synbiotikum, da komme ich gleich noch drauf, also mit einem Präbiotikum in Kombination mit, wenn man so will, verschreibt. Ja? Auch im fortgeschrittenen Alter. Hier, wenn wir jetzt mal an die Pubertät denken oder wenn man an das Seniorenalter denkt, nimmt die Antibiose zu. Also einmal weiß man, dass Kinder von 0 bis 5 Jahren am häufigsten Antibiotika bekommen. Also von der gesamten Bevölkerung werden Kinder von 0 bis 5 Jahren am meisten mit Antibiotika therapiert und später dann auch die Senioren, aber hier sagt man ab 80 plus. Und alles, was dazwischen ist, naja, paar Antibiosen im Jahr. Kriegt so ein normal Durchschnittserwachsener. Also doch relativ viel. Warum ich darauf so rumreite, ist, weil die Antibiosen eigentlich viele Folgeerscheinungen haben, insbesondere unser Thema hier, Magen-Darm-Beschwerden, Leaky Gut und Reizdarm-Syndrom. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich letzte Woche hörte, die Apotheker kriegen bis zu 50 Rezepte am Tag. Das sind gerade dann solche, die einen Zahnarzt nebendran haben, zum Beispiel, der sehr häufig gerne Clindamycin verschreibt. Da denken Patienten nicht unbedingt dran, dass das ja auch ein Antibiotikum ist, welches sehr negative Auswirkungen haben kann. Genauso aber auch dieses Azithromycin, das gerne verschrieben wird. Ich habe das einfach nur als Beispiel mal reingebracht. Und man weiß jetzt in einer ganz neuen Studie von Leppert et al., dass die Häufigkeit Adipositas auszubilden mit der Anzahl der Antibiosen steigt. Und wir wissen ja alle, die Weltbevölkerung nimmt drastisch zu. Ich habe ja angesprochen vorhin, dass Mikrobiota sehr viele verschiedene Funktionen haben, nämlich einmal auf die Verdauungs- und Darmgesundheit einwirken, aber auch unser Immunsystem mit unterschulen und unterstützen, aber auch bestimmte Entzündungsprozesse entweder antriggern können oder eben auch hemmen oder verändern können. Und wenn wir unser Mikrobiom eben verändern, dann haben wir entsprechend auch diese Erkrankungen, wie zum Beispiel diese atopischen Erkrankungen, Asthma, Neurodermitis, aber eben auch unser Thema heute, die chronischen entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, aber auch das Reizdarmsyndrom und Verstopfung, wie auch immer, das haben wir auch schon angesprochen. Ich hatte am Anfang schon gesagt, dass sich auch das Mikrobiom ändert im Laufe des Lebens, je nachdem, welche äußeren oder auch inneren Faktoren, also ich nenne es da mal die Psyche, die sehr wichtig auch sein kann. Also zum Beispiel, welche Traumata können sehr wohl das Mikrobiom auch verändern. Was das dann praktisch
bedeutet bezüglich unseres Themas, nämlich entzündliche Darmerkrankungen. Man erkennt hier einfach, dass es sehr wohl intestinale Veränderungen gibt. Da gibt es dann auch Labore, die das alles bestimmen können. Die können genau sagen, welcher Keim verändert ist in der Anzahl, nicht unbedingt, aber in der Masse an sich und in der Qualität der Zusammensetzung des Mikrobioms. Und ich würde hier nochmal eins zeigen, da habe ich ja vorhin mal die Butyratbildner angesprochen. Das sind die, die unser pH-Milieu im leicht sauren Bereich ansäuern, was wiederum wichtig ist, um Pathogene abzuwehren. Die sind bei einem Reizdarmsyndrom zum Beispiel ziemlich vermindert, genauso wie das wichtige Fecalbakterium Prausnitzii, aber auch verschiedene Bifidobakterien. Und deswegen, weil das Milieu, also sprich der pH-Wert, jetzt eher im basischen Bereich hier anzusiedeln ist, weil Butyratbildner sind ja reduziert, können sich andere Pathogene, wie zum Beispiel auch das schlimme Clostridium, erhöhen. Was sind die Folgen einer Dysbiose an sich? Ganz häufig ist es das Leaky Gut. Leaky Gut heißt nichts anderes als löchriger Darm. Man weiß heute oder man mutmaßt, dass eben es verschiedene Faktoren gibt, die dazu führen, dass eine fest zusammengebackene Zelle sozusagen sich ein bisschen weitet und die Nachbarzelle mehr oder weniger weiter entfernt vorliegt und dann wir diese sogenannten Tight Junctions nicht mehr sehr tight haben, sondern eher als Gap Junctions bezeichnen könnten. Will heißen, hier kann dann plötzlich immunologische Faktoren durch rauschen und ins Blut kommen und eben immunologische oder inflammatorische Reaktionen, aber auch Intoxikationen verursachen. Das Ganze eben durch eine erhöhte Permeabilität dieser Mucosa unseres Darmes. Und das ist wirklich eine ganz wichtige Indikation, dahin zu schauen, gibt es ein Leaky Gut, weil dieser Leaky Gut verursacht viele intra- und extraintestinale Erkrankungen. Nämlich unter anderem Nahrungsunverträglichkeiten, systemische Entzündungserscheinungen, aber auch, wenn der Darm nicht mehr richtig aufnehmen kann, weil er ja natürlich durchlöchert ist, dann können natürlich Vitamine, Spurenelemente, Mineralien nicht mehr so gut aufgenommen werden. Das heißt, der Mensch verhungert regelrecht an wichtigen Nahrungsingredienzien. Ja? Und die Autoimmunitätserkrankungen nehmen zu. Vielleicht erinnern Sie sich nochmal an eine der ersten Bilder, die ich gezeigt habe. Hashimoto ist zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung, die sehr stark zunimmt. Ja. Was gibt es für Ursachen für den Leaky Gut? Unter anderem ein ganz wichtiger Punkt, die Ernährung. 2-35% der Einwohner in Europa allein leiden an einer Laktoseintoleranz und steigt an mit dem Nord-Süd-Gefälle. Jeder, sagen wir mal, 1 von 3 der Einwohner in Europa wiederum leidet an einer Fructose-Malabsorption. Das bringt dann genauso wie bei der Laktoseintoleranz starke Blähungen, Meteorismen, Dünnpfiff und so weiter auf den Plan. Viele Menschen sind Gluten unverträglich, aber auch Casein aus der Milch unverträglich. Also das heißt, die Nahrungsmittelintoleranz ist ein sehr, sehr starkes Indiz für ein Leaky Gut. Aber auch eben viele Medikamente, die verabreicht werden, unter anderem auch die Protonpumpenhemmer, gerade bei den Senioren, aber auch Acetylsalicylsäure, NSARs und natürlich Antibiotika, wie ich vorhin schon sagte. Und ein wichtiger Punkt, wie ich auch schon anmerkte, ist der psychische, aber auch der physische Stress. All die anderen Dinge wie exokrine Pankreasinsuffizienz oder Mangel an sekretorischem IgA, es können auch Ursachen sein oder auch Schwermetallbelastung oder wenn jemand sehr viel trinkt, kann das natürlich auch dazu führen. So, jetzt geht es nicht weiter, weil meine Maus verschwunden ist. Das ist nicht witzig. Mach's mal da jetzt.
nicht weiterblättern, warum auch immer. Das ist nicht gut. So, jetzt. Voilà. Dann bleiben wir doch mal da. Was gibt es denn für Auswirkungen, wenn wir ein Leaky Gut haben? Haben wir Auswirkungen auf alle möglichen Systeme im Körper, unter anderem auf das Nervensystem und all das, was ich am Anfang schon sagte, was eine Veränderung des Mikrobioms nach sich zieht, die wirkt Entzündungen im Gehirn. Und Depression ist nichts anderes als eine Entzündung im Gehirn. Ja? Aber auch natürlich Entzündungen im Verdauungstrakt, starke Entzündungen wie bei Colitis ulcerosa Morbus Crohn, wo entweder nur das Colon betroffen ist bei der Colitis ulcerosa oder der ganze Magen-Darm-Trakt bis Richtung Mund nach oben. Aber auch die Haut ist sehr stark betroffen. Sowas kann man auch gerne mal beim Patienten tatsächlich sehen, allein schon an den Fingernägeln oder auch wie der Haarhabitus ist, dünnes, trockenes Haar, sehr lichtes Haar. Und natürlich auch die ganzen Bronchialinfektionen, ja, die auch sehr gehäuft normalerweise vergesellschaftet sind mit einem Leaky Gut-Syndrom. Was gibt es denn nun für wirkungsvolle Maßnahmen, um den Darm gesund zu erhalten? Das sind die Pro- und Präbiotika, die man gerne auch als Symbiotika zusammenfasst, weil man sie gerne zusammengeben sollte, weil ein Probiotikum, sprich ein Bakterium, nur dann überleben kann, wenn es auch seine Nahrung hat, sprich Präbiotika vorliegen, aber auch Fermente, die unter anderem angereicherte Enzyme, Antioxidantien, sekundären Pflanzenstoffe, aber auch die ganzen Vitamine, Mineralspuren, Elemente zusammenfasst. Welche Funktionen haben jetzt die Probiotika an sich? Nochmal ganz kurz zusammengesetzt. Die sind, wie ich ganz am Anfang sagte, ja ein Teil der Darmbarriere, der ersten Schutzebene des Darmes, weil sie unter anderem eben die Mucinschicht, die Darmschleimhaut mit aufrechterhalten. Sie regenerieren und erhalten das Darmmikrobiom. Sie verdrängen die pathogenen Erreger, sie stimulieren unser Immunsystem. Und man sollte sie grundsätzlich eigentlich immer zur Antibiose-Therapie geben. Aber wenn man zum Beispiel, und das sage ich jetzt hier wirklich, weil das ist eines der wenigen Kontraindikationen, bei einer chronischen oder akuten Pankreatitis muss man das wirklich abklären. Also da sollte man eher erstmal das hier beheben, bevor man dann Probiotika gibt. Weil sonst kann man das noch triggern. Die Wirkungsweise von Probiotikern, hier nochmal kurz zusammengestellt, damit Sie es nochmal vergegenwärtigen können. Ein ganz wichtiger Bereich ist einfach hier die Modulation von Entzündungen, gerade was unser Thema jetzt Darmentzündungen anbelangt. Dann gibt es immer wieder mal die Frage, macht es Sinn, einen einzigen Bakterienstamm zu geben oder vielleicht mehrere zusammen? Da ist wichtig zu verstehen, dass sich die Bakterien gegenseitig durch ihre Metabolite zum Beispiel ernähren oder auch Metabolite verstoffwechseln können. Und entsprechend wie so ein Zahnrad sind die miteinander verbunden. Wie Sie hier sehen können, bilden zum Beispiel Butyratbildner unter anderem verschiedene Stoffwechselprodukte wie Acetat, Lactat, Propionat. Und sie sind eigentlich alle zusammen ein großer Organismus. Das heißt, es macht wirklich viel mehr Sinn, das zeigt auch die Studienlage, ein multispezies Probiotikum zu geben, in den meisten Fällen. Manchmal kann es aber auch sein, dass wir ein ganz spezielles Bakterium brauchen, wenn dieses nicht vorhanden ist bei bestimmten Indikationen. Man nennt das Ganze eben auf Crossbreeding, weil eben die Bakterien unterschiedliche Stoffwechselprodukte für andere wiederum herstellen, von denen sie dann sich ernähren können. Die wichtigsten kurzkettigen Fettsäuren sind unter anderem das Butyrat oder auch Buttersäure, also die Salzsäure, Butyrat oder Propionsäure, das Propionat oder das Acetat, Essigsäure. Und hier sehen Sie mal, was eben diese kurzfettigen Fettsäuren machen, dieses Short Chain Fatty Acids.
Das sind eigentlich die wichtigsten, sag ich mal, eine der wichtigen Bakterien, die wir wirklich aufrechterhalten sollten, ist unser Mikrobiom, weil sie einmal auf die Cholesterinsynthese in der Leber einwirken, die Dickdarmzellen ernähren regelrecht, aber auch die Gluconeogenese in der Leber mit triggern können. Alles wichtige Dinge, ohne die wir eigentlich nicht leben könnten. Um nochmal hier ganz kurz zusammengefasst, die kurzkettigen Fettsäuren sind sehr wichtig. Man forscht auf dem Gebiet auch schon sehr intensiv, weil sie auch antientzündliche Wirkung haben. Deswegen habe ich das hier mal kurz erwähnt, weil es um dieses Thema Darmentzündungen geht. Sie senken regelrecht die Zytokinentstehung. Sie hemmen den NF-kappa-B-Faktor, der auch Entzündungen triggert. Und sie verändern im Grunde TH1 zu TH2, was die Autoimmungeschehnis, Allergiegeschehnis anbelangt. Und deswegen haben die einen sehr wichtigen Stellenwert in der Prävention von Darmerkrankungen, aber auch in der Behandlung von Darmerkrankungen. Und, jetzt muss ich nochmal gucken, die Folien da sind. Und sie fördern aber auch regulatorische T-Zellen. Also sie sind sehr wichtig fürs Immunsystem. Upsa. Jetzt ist aber auch noch interessant, weil wir ja das Thema Übergewicht, Zunahme haben und auch die Zunahme Adipositas, die kurzkettigen Fettsäuren, die zum Beispiel hergestellt werden aus Inulin oder aus dem Mandelstoff Guar, können verschiedene Bakterien zum Wachstum anregen, weil es ist deren Futter, mehr ist es nicht. Man hat an sich an Mausstudien gezeigt, dass es eben verschiedene Effekte gibt. Unter anderem, wenn man zum Beispiel Inulin gefüttert hat an diese Mäuse, konnte man Adipositas-Ausbildung verhindern und auch die Entwicklung einer nicht alkoholischen Fettleber verhindern. Man hat festgestellt, dass auch die Insulinsensitivität des Pankreas verbessert hat. Auf der anderen Seite hat auch die Fermentierung von Inulin andere Effekte, weil das kann ja nicht nur zu, ja, wie soll ich sagen, es wird nicht nur zu Stoffwechselprodukten abgebaut, die jetzt diesen Bereich hier betreffen, sondern es kann auch zu Acetat oder Propionat abgebaut werden. Und hier auch konnte man wiederum zeigen, dass sie Adipositas verhindern und die Fettleber verhindern können. Also wichtige Studienlage mittlerweile, auch wenn es nur momentan an Mäusen dargestellt worden ist, aber es wird sehr dran geforscht mittlerweile. Neben den Probiotika sind, wie ich schon sagte, die Präbiotika das Futter für unsere Mikrobiota, die an sich nicht vom Magen verdaut werden oder resorbiert werden und auch nicht im Dünndarm aufgenommen werden können. Sie sind quasi nur abbaubar, fermentierbar durch unsere Darmbakterien. Und die wiederum sind eben wichtig, weil sie wichtige Bakterien wie die Bifidobakterien, aber auch die Lactobacillen und eben diese Butyratbildner fördern. Aber auch hier muss man aufpassen. Man sollte sie nicht geben, wenn man die Indikation vor sich liegen hat, dieses SIBO, das Small Intestine Overgrowth vom Dünndarm. Hier muss man erstmal den Dünndarm entsprechend anderweitig mit Probiotika therapieren, bevor man dann später Präbiotika mit dazu gibt, weil sonst kann man pathogene Keime noch antriggern durch Probiotikagabe. Also auch hier muss man genau eine Laboranalyse machen, wie die Mikrobiota-Lage bei SIBO momentan dann ist. Ein kurzer Überblick zu den Präbiotika an sich. Es gibt lösliche Ballaststoffe, das sind Poly- oder Oligosaccharide im Grunde, die von uns nicht spaltbar sind. Und wichtig zu erwähnen ist einmal die resistente Stärke hier. Dann die Fructane, da gehört das Inulin dazu. Aber auch die FOS, die Fructooligosaccharide. Und
das habe ich hier nochmal erwähnt, auch Akazienfasern, Flohsamenschalen, die ja am besten eigentlich wirken, gerade bei Patienten, die sehr entzündete Darm Milieu vor sich liegen haben, die dürfen zum Beispiel nicht unbedingt mit Inulin als Präbiotikum versorgt werden. Die sollten erstmal mit den besser, sagen wir mal, besser annehmbaren Akazienfasern oder Flohsamenschalen behandelt werden, zunächst mal. Wenn wir jetzt mal ganz genau anschauen, wie können wir präventiv vorgehen, dann ist es klar, eine Ernährung, die sowohl reich an löslichen als auch unlöslichen Ballaststoffen ist, am allerbesten unverarbeitete Kost, am besten saisonal, am besten frisch, so frisch wie möglich. Je frischer, desto mehr Chlorophyll haben wir drin, desto höher ist der antioxidative Wert der Nahrung, um bei Entzündungen entgegenzuwirken. Das heißt, viel Gemüse, wenig Obst, weil Obst auch schlecht, also kann auch triggern, haben wir ja vorhin gesagt, die Fructose-Malabsorptionsstörung zum Beispiel. Dementsprechend ist es wichtig, dass man hier auch darauf achtet, dass man, wenn man zum Beispiel entzündliche Darmerkrankung hat, tatsächlich auch mal Obst ganz weglässt und viele andere Dinge auch erstmal weglässt, um zu schauen, was verträgt man. Resistente Stärke kann man selber herstellen, indem man einfach Kartoffel, Reis, Nudeln, was auch immer da ist, abkühlen lässt, weil dann verändert sich die Stärke zu resistenter Stärke. Das ist auch ein Präbiotikum, was gute Darmbakterien lieben. Wenn man regelmäßig abends mal nichts zu sich nimmt, zum Beispiel Dinner Canceling macht, so wie zum Beispiel die Japaner, die ja am ältesten werden, oder auch regelmäßig mal Intervallfasting macht, mit 16 Stunden nichts essen und innerhalb 8 Stunden vielleicht ein- oder zweimal essen, dann hilft es extrem, den Darm auch hier pathogene Keime abbauen zu lassen. Das ist ein sehr approbates Mittel, muss ich sagen, um den Darm einerseits gesund zu halten, aber auch einen dysbiotischen Darm wieder gesund zu bekommen. Wichtig ist, sehr viel zu trinken, langsam zu essen, gut zu kauen und vor allen Dingen ohne jegliche Ablenkung beim Essen. Das heißt auch kein Handy, keine Television, keine Zeitung, nichts, sondern sich wirklich auf sein Essen konzentrieren. Aber auch sehr wichtig, regelmäßig, ich sage wirklich täglich, Ausleiten von Toxinen und Noxen. Sich regelmäßig zu bewegen, aber auch Entspannung zu machen, also Entspannungstraining mal nicht zu machen, um einfach psychischen Stress abzubauen, wenn man ihn denn hat. Dann sollte man überprüfen, welche Medikamente man hat, und ob man gegebenenfalls diese wechseln kann zu besseren Alternativen. Wichtig ist auch guter Schlaf. Man weiß heute auch, dass unregelmäßiger Schlaf nach 11 Uhr, eigentlich sogar nach 10 Uhr abends, vor allen Dingen ständig wechselnde Schlafqualitäten das Mikrobiom sehr wohl sehr negativ beeinflussen kann. Und um andere Organe wie Leber, Pankreas, Gallensäure etc. anzuregen, ist es sinnvoll, auch regelmäßig Kräuter und Bitterstoffe zu sich zu nehmen in Form von einmal bestimmten Gemüsen, aber auch Kräuteressenzen oder auch Bitterstoffen aus Chicorée, Radicchio oder Radieschen, wie auch immer. Wenn man es aber hier jetzt um einen Therapieansatz geht, das heißt, wir haben tatsächlich schon eine Erkrankung des Darmes vorliegen, dann kann man natürlich einerseits durch Ernährungsumstellung, das muss auf jeden Fall gleichzeitig laufen, aber vor allen Dingen auch durch Nahrungsergänzungsmittel, wie wir zum Beispiel jetzt hier sehr schön dargeboten haben, herangehen. Und wie machen wir das am besten? Wirklich am besten und am wichtigsten ist zunächst mal alles, was als Toxine oder als Noxen vorliegt, so gut wie möglich auszuleiten und erstmal überhaupt zu binden und dann auszuleiten. Da hat sich die Mineralerde, die Vulkanerde, aber auch bestimmte Algen, die wie Chelatbildner hier fungieren können, als sehr gut erwiesen.
die Ausleitung an sich durch bestimmte Kräuter, insbesondere Koriander, wirkt das sehr positiv. Als nächsten Schritt müssen wir die Entzündung wieder zum Abklingen bringen. Das machen wir mit Antioxidantien, zum Beispiel Vitamin A, auch Vitamin E, aber vor allen Dingen auch Vitamin D3, Omega-3. Dann unser Kurkuma, sind alles Stoffe, die man regelmäßig täglich geben sollte. Wenn wir jetzt hier einen hohen sekretorischen IGA-Anteil, den man ja auch messen kann, dann labortechnisch gemessen hat, das heißt, wir haben hier eine übermäßige Histaminausschüttung, dann kann man dieses Histamin auch über die Mineralerden oder auch Bentonite, Zeolite binden, dass man hier einfach nicht weiter die Entzündung triggert. Dann ist es aber auch sehr wichtig, die Tarnintegrität wiederherzustellen. Das kann man sehr gut mit der Aminosäure L-Glutamin, die durch ein fermentiertes B6-Vitamin am besten aufnehmbar und wirksam im Körper ist und durch bestimmte Spurenelemente. Ich zeige Ihnen gleich noch welche. Und natürlich, last but not least, den Darm aufbauen durch Präprobiotika. Und hier muss man ehrlicherweise sagen, ich habe jetzt mal angegeben 2 bis 6 Monate. Es kann tatsächlich sein, dass Sie das jahrelang geben müssen. Wenn Sie einen Morbus Crohn haben, der schon über Jahre hinweg nicht erkannt worden ist, dann dauert das Jahre. Und das muss man auch wirklich mit der Ernährungsumstellung dann kombinieren, sonst wird das nicht besser. Und die muss man natürlich nüchtern geben, am besten morgens, damit die Magensäure hier nicht schon die Verdauung macht. Beziehungsweise je nachdem, wenn man verkapselte Tabletten hat, dann geht es natürlich schon auch, dass man es mit der Nahrung zusammengibt. Natürlich ist es immer auch wichtig zu schauen, wie ist der eigentliche Versorgungsstatus des jeweiligen Patienten. Das heißt, wie ist er mit verschiedenen Mineralien und Spurenelementen versorgt. Also man müsste hier wahrscheinlich normalerweise auch Zink, Selen, Magnesium geben oder Antioxidantien wie zum Beispiel den Weihrauch oder Resveratrol, OPC-Produkte. Was aber sehr wichtig ist, und das sagt die Studienlage eben auch, es bringt nichts, nur Probiotika mal zu geben. Das bringt für den Zeitpunkt etwas. Aber wenn man die Ernährung nicht umstellt und dahingehend umstellt, dass man mehr Präbiotika auch wirklich aufnimmt und vor allen Dingen auch in dem Fall fermentierte Nahrungsmittel wie zum Beispiel Kimchi oder was gibt es da noch? Sauerkraut, aber natürlich richtigen Sauerkraut, das ist nicht der konservierte Sauerkraut. Wenn man all diese Dinge quasi zu sich nimmt und also wirklich die Ernährung umstellt, dann kann man langfristig was bewirken. Alles andere macht keinen Sinn. So, die nächsten Schritte sind dann, wenn wir also jetzt praktisch Schwermetalle ausgeleitet haben und die Entzündung versucht haben, abklingen zu lassen, etc. pp., dann wäre es sinnvoll, das habe ich jetzt hier nochmal aufgeteilt, was die Firma Evolution ja hier sehr, sehr schön zusammengestellt hat. Es gibt eben diese vulkanische Mineralerde, die Giftstoffe im Darm bindet, wie zum Beispiel das Ammonium, wie zum Beispiel das Histamin, wie aber auch das radioaktive Cäsium, etc. einmal bindet, aber auch den Körper an sich mineralisiert. Hier habe ich immer angegeben, wie so die Angaben sind. Zum Teil muss man es dann auch verstärken, aber man würde das erstmal langsam einschleichen und man kann es dann 2 bis 3 Mal sogar täglich nehmen, je nachdem, wie stark die Toxinbelastung auch ist. Gegebenenfalls auch in Kombination mit einer Algensorte, die wie so ein Chelatbildner eben auch wirkt. Zusätzlich hat Evolution auch eine sehr schöne, muss ich sagen, das habe ich noch nie woanders gesehen, eine sehr schöne Reihe von Tinkturen zusammengestellt, die aus bestimmten Kräutern Zusammensetzungen vorliegen, die unter anderem einmal auf der körperlichen Ebene, aber auch ganz besonders auf der emotionalen Ebene wirken können. Der Darm ist gerne auch mit der emotionalen Ebene des Loslassens, sagen wir mal, betitelt. Und wenn man das zusätzlich gibt, kann man nicht nur eben auf Organebene durch Aktivierung und Stärkung der
der Leber, Galle, Magen, Intestinaltraktes und so weiter, sondern eben auch emotional auf der Traumata-Ebene wirken. Das finde ich auch nochmal einen sehr wichtigen Punkt. Das wird nämlich leider Gottes sehr selten mit berücksichtigt, dass auch wirklich die Psyche wichtiger Punkt ist. Ich hatte ja auch nur gesagt, die Entzündung müssen wir abklingen lassen. Wie können wir das machen? Das können wir sehr gut durch dieses wunderbare Gelbwurz-Gewürz, was ich tatsächlich täglich esse. Seitdem ich vor vielen Jahren in Indien war, habe ich das bei mir auch in meinen täglichen Ernährungsplan mit aufgenommen. All dieses Gelbwurzgewächs ist einfach prima, weil es auf alles Mögliche wirkt. Das ist insbesondere leberentgiftend, insbesondere bei Magen, Upset-Magen sozusagen, fördert es die Verdauungsleistung, fördert insbesondere auch die HCL-Produktion, also dass die Magensäure wieder richtig angeregt wird, damit die Verdauung wieder richtig funktioniert. Hemmt aber vor allen Dingen auch Entzündungen des Gastrointestinaltraktes plus auch bei Krebs, Diabetes, Alzheimer und so weiter. Das sind ja im Grunde auch nichts anderes als entzündliche Geschehnisse im Darm. Und natürlich wirkt es auch sehr schön auf den Fettabbau aus. Mal ganz nach oben erinnern, ist super wichtig, damit da keine Permeabilitätsstörung stattfindet. Sollte dies vorliegen, müssen wir also die Darmbarriere wieder aufbauen. Das können wir wunderbar über die Aminosäure, weil die stellt die Darmintegrität wieder her. Und die Aufnahme von dieser Aminosäure im Körper wird tatsächlich durch Vitamin B6 sehr stark unterstützt. Deswegen finde ich es das super, dass es hier in dieser Kombination so vorliegt. Kann man wunderbar ins Wasser auflösen, bleibt nichts hängen, es wirklich schmeckt gut. Und ich mache das zum Beispiel immer sehr gerne in Kombination mit bisschen Kokosmehl, in Kombination mit bisschen Omega-3-Öl, verrühre das Ganze mit ein bisschen Zitronensaft. Damit wird die Aufnahme noch mehr gefördert in den, also durch den Darm die Aufnahme. Und es macht fix wirklich auf den Geist aus. Also super, super Sache, kann ich nur empfehlen. Ich habe vorhin gesagt, dass auch die Mineralstoffversorgung, die Vitaminversorgung, die Spurenelementversorgung sehr, sehr wichtig ist, um diesen Darm integer zu halten. Wenn wir hier nochmal schauen, wenn wir diesen Bereich anschauen, dann wirkt eben hier, was ich vorhin schon erwähnte, die verschiedenen Stoffe. Und das ist eben wichtig, dass man das mit berücksichtigt. Man sollte da auch einen Laborstatus tatsächlich mal erheben. Aber mit Sicherheit haben alle Patienten zu wenig Vitamin D, zu wenig Zink, zu wenig B-Vitamine und vielleicht auch zu wenig Kupfer. Ja, solche Dinge muss man einfach auch bei einer Anamnese mit berücksichtigen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Jetzt müssen wir mal zum Schluss kommen, glaube ich. Moment, ist wieder meine Maus verschwunden. Hat die Frau Enzi mir was geschrieben und ich kann es nicht mal angucken. Das ist ja doof. Oh Mann, ist die Maus wieder weg? Ah, hier ist sie wieder. Ganz langsam. Hin. So, jetzt kann ich weiter blättern. So, hier nochmal kurz zusammengefasst: die wichtigsten Mikronährstoffe, die wirklich sinnvoll wären. Unter anderem auch das Biotin. Ja, das ist auch ganz wichtig, um Enterozyten zu versorgen. Also die Darmzellen. So. Dann erst, wenn der Darm mit der Entzündung mal wieder ein bisschen zurückgekommen ist, wenn die Toxine ausgeleitet sind und die Histamine, die vielleicht überschüssig vorhanden sind, ausgeleitet sind, dann können wir tatsächlich beginnen, auch die neuen, sage ich jetzt mal, auf den gesunden Rasen auszusehen, also die neuen Bakterien wieder auf den guten Mucinschicht dort anhaften zu lassen. Weil wenn die Mucinschicht abgebaut ist, nicht mehr vorhanden ist, weil die Enterozyten löchrig geworden sind und weil die Becherzellen kein Muzin mehr herstellen können, dann brauchen wir auch keine Probiotika zu geben, weil die werden sich dann nicht anheften können. Das heißt, die Adhäsionskraft einer Muzinschicht muss vorliegen, sonst macht es keinen Sinn. Kann man sich das Geld auch sparen. In dem Fall ist es aber auch immer abhängig vom Krankheitsbild, wann man Probiotika gibt. Hier haben wir ein sehr schönes Produkt, welches eben auch gleich noch verschiedenen Präbiotika mit dazu
gegeben hat, also bestimmte Inulin und Akazien und Flohsamen als Präbiotika mit beigefügt, wie ich am Anfang schon sagte. Und außerdem sind hier wichtige Enzyme mit drinnen, das finde ich auch fantastisch, und Algen, die insgesamt einerseits die Verdauung mit anregen, aber auch bestimmte B-Vitamine zur Verfügung stellen können, um eben die Mikrobiota wieder anzufüttern. Ich hatte gesagt, und das ist noch ein ganz guter Punkt hier, den wollte ich jetzt hier noch bitte machen. Ich hoffe, Sie haben noch den Moment. Man hat festgestellt, dass die Diversität des Mikrobioms umso höher ist, je besser der Mensch mit Omega-3, insbesondere mit der DHA, so einer der Fettsäuren, die wir hier haben, also neben dem EPA, abhängig ist. Also je mehr und je regelmäßiger sie Omega-3 zu sich nehmen, desto höher ist auch ihre Diversität des Mikrobioms und damit desto weniger die Wahrscheinlichkeit, dass sie Entzündungen auswirken, weil man weiß, je diverser mein Mikrobiom ist, desto weniger neige ich dazu, Entzündungen auszubilden. Also ganz wichtiger Punkt. So. Und man weiß auch, dass tatsächlich schon dysbiotische Darmvorkommnisse wieder rückgängig machbar sind, allein durch Omega-3-Gabe, also von ungesättigten Fettsäuren. Also das wäre zum Beispiel hier dabei das Beispiel von schlechten, in dem Fall pathogenen Keimen, ja, die alles Mögliche verursachen können. Und allein durch die Gabe von Omega-3-Fettsäuren bis zu 4 Gramm am Tag, kann man eine Eubiose, also eine positive Darmzusammensetzung, hervorrufen. Und zwar unabhängig davon, ob man Ballaststoffe gegeben hat. Also dieses Experiment, das hier auch beschrieben ist, wurde tatsächlich ohne Ballaststoffe gemacht. Das heißt keine Präbiotika, 1 Omega-3. So, jetzt habe ich ja einmal den Therapieansatz gesagt, ich habe einmal den Präventionsansatz gesagt, aber jetzt nur mal ein ganz kurzer Hinweis auf Ernährungsansatz. Wenn wir so eine ganz starke chronische Darmentzündung oder auch eine akute Darmentzündung eher gesagt haben, also nee, sowohl als auch chronisch und akut, wirkt tatsächlich einmal, was ich am Anfang schon sagte, Intervallfasten oder auch mal mehrere Tage Fasten und vielleicht nur gepresstes Gemüse zu nehmen, also gepresst, ohne dass jetzt die Naturfaser, diese Ballaststoffe da mit drin sind, also man quetscht das wirklich nur aus, man hat nur den Saft, dass man erstmal rein die Inhaltsstoffe des Gemüses bekommt, aber was sehr, sehr gut hilft, ist die Gabe von reiner Hühnersuppe, ausgekochtes Hühnerkarkasse zum Beispiel, die man 3 Stunden langsam köcheln lässt und man kann es auch mit, wie heißen die Dinger, diese Markknochensuppe kann man auch machen, weil da sind ganz wichtige Bestandteile drin, die wunderbar auf die Darmschleimhaut positiv wirken. Einfach pure Hühnersuppe, paar Mal am Tag essen. Kann ich nur empfehlen, habe ich selber ausprobiert, wirkt. Und natürlich muss man auf längere Frist oder auf längere Sicht die Nahrungsmittel meiden, die entzündlich wirken. Und das sind eigentlich alles Nahrungsmittel, die sich vor Fressfeinden schützen müssen. Also alles, was als Getreide daherkommt, hat Lektine, hat bestimmte Oberflächenproteine, die wir als fremd erkennen und entsprechend wir eine Autoimmunreaktion dagegen starten, was wir in dem Fall nicht wollen und nicht gebrauchen können. Das heißt, all das, und da gehört unter anderem auch nochmal das Casein dazu, das muss ich hier nochmal ganz deutlich sagen. Also alle Milchprodukte, unter anderem auch, würde ich, wenn es um eine starke Darmentzündung geht, wirklich rein auf Gemüse, sehr wenig, sehr zuckerarmes Obst erstmal switchen und das Ganze aber auch mit Laktofermenten, die wir zum Beispiel aus der Kimchi, das sind fermentierte Gemüse, die man ansetzt mit Salz und mit Ingwer oder auch selbstgemachten Käfer, übrigens wirklich selbstgemacht, nicht gekauft, weil da ist nichts mehr drin. Normalerweise wird es nämlich erhitzt, dass es verkauft werden darf.
Kann man sich auch sehr einfach selber machen. Man kann da Wasserkefir nehmen oder man kann Kefir aus Mandelmilch oder aus Kokosmilch oder aus, was habe ich noch probiert, was wunderbar funktioniert. Hafermilch geht auch. Aber Hafer, da haben wir das Arbenin drin, würde ich jetzt nicht machen. Also da würde ich schon eher auf Mandel- oder Kokosmilch ausweichen. Und Süßholzwurzel, by the way, hat sich sehr gut auch als entzündungshemmend gezeigt, ebenso wie Aloe Vera, wenn man die Möglichkeit hat, das auch irgendwo frisch zu kaufen. Unbedingt. Und Kurkumin, also sprich Kurkuma, sollte eigentlich gerade bei solchen schweren Darmentzündungen eingeschlichen werden, nicht zu viel geben am Anfang und dann entsprechend kann man das verstärken. Man kann es auch roh essen, man kann es reiben und mit Öl, guten Omega-3-Öl verbinden, dann ist es wunderbar verträglich. Um hier dann Zusammenfassung zu machen, jetzt sind wir schon wieder über der Zeit. Wichtig ist, dass unser Darm unser wirklich wichtigstes Gesundheitsorgan ist, neben dem Herzen, neben dem Hirn, würde ich mal sagen, weil es beeinflusst metabolische, immunologische, endokrine und psychisch-neurologische Funktionen innerhalb unseres gesamten Organismus. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese wichtigen Schutzebenen unseres Darmes, die ich ja vorhin genannt habe, dazu gehört unsere Mikrobiota, dazu gehört unsere Darmmucosa, aber auch das darmassoziierte Immunsystem, dass wir die regelmäßig und ständig unterstützen und wenn sie mal aus den Fugen geraten sind, sie auch therapieren müssen. Weil wenn der Darm nicht gesund ist, ist der Mensch nicht gesund. Und wir wollen Darm gesund, Mensch gesund. In diesem Sinne, gibt es noch Fragen? Jetzt können Sie dies bitte stellen. Jetzt muss ich mal selber schauen, ob das hier so geht. Gut, da kommt die Frau Enzi wieder dazu. Hallo? Nee. Jetzt muss ich mal gucken. Da? Nein, sie ist noch nicht da. Also ich versuche mal, ich habe jetzt mal eine Frage hier gefunden. Wie kann man Clostridien begegnen, die immer während Chemotherapie sehr belastend auftreten? Clostridium difficile ist ein sehr gefährlicher Keim. Da würde ich nicht mitspielen. Den kann man tatsächlich heutzutage mit einer sogenannten Stuhltransplantation sehr gut behandeln. Dafür ist es auch mittlerweile zugelassen, die Stuhltransplantation. Ansonsten Darmgesundheit muss man vor und während der Chemotherapie aufrechterhalten durch starke Vitamin D3-Gabe und hohe Omega-3-Gabe. Einfach um das darmassoziierte Immunsystem zu stärken. Und da gehört auch Vitamin C infundiert dazu. Aber wenn man speziell diesen Keim hat, dann muss man tatsächlich auch labortechnisch schauen, welche anderen Keime sind, also pathogene Keime sind vorliegend. Und muss man die eben auch noch durch andere Keime, sagen wir mal, irradieren versuchen. So, jetzt haben wir es aber noch hier. Glyphosat im Essen im Darm. Wie kann ich dagegen machen? Also eigentlich, was kann ich dagegen machen? Also mal ganz ehrlich, Glyphosat ist mittlerweile überall zu finden, unter anderem zum Beispiel auch im Bier. Das wissen, glaube ich, die wenigsten. Sie können eigentlich nur darauf achten, dass Sie absolut Bio essen. Am besten von Ihrem Bauern ums Eck, wo Sie wirklich wissen, wie er diese Nahrungsmittel herstellt. Bei Glyphosat ist tatsächlich ein Riesenproblem. Da haben Sie völlig recht. Plus, dass Sie Wasser, Filtriersystem zulegen, weil Sie nehmen alles auch übers Wasser auf. Das habe ich ganz vergessen zu sagen. Sie können alles umstellen, Ihre Ernährung umstellen, aber wenn Sie das Wasser nicht umstellen, da haben Sie Ihre Xenohormone drin, da haben Sie Ihre Medikamente mit drin, da haben Sie Ihre Noxen, da ist alles mit drin. Also im Grunde müssen Sie
auf eine absolut, so gut es geht, toxinarme Umgebung, was jetzt die Luft, was jetzt das Wasser und die Ernährung anbelangt. Weil jegliche Giftstoffe wirken sich unmittelbar auf unser Mikrobiom aus. So schwer es auch ist, man muss wirklich schauen, sich täglich zu entgiften. Zum Beispiel über Chlorella-Algen, zum Beispiel über Vulkanerde und so weiter. Jetzt kommt eine nächste Frage gerade rein. Ein bis zweimal pro Monat Darmkrämpfe. Was kann man dagegen tun? Magnesium lindert es nur. Frau Steffi. Hormonmangel sein. Sie sind ja Frau. Also ich weiß ja nicht, in welchem Alter Sie sind. Das muss jetzt nicht unbedingt nur das Mikrobiom sein. Wenn die so ein bis zweimal im Monat kommen, kann das tatsächlich auch was ganz anderes sein. Also das würde ich abklären. Da würde ich vielleicht sogar mal einen Laborstatus machen. Also das können Sie eine Stuhlprobe einschicken. Es gibt bestimmt bei Ihnen auch gute Labore. Ansonsten gibt es in Berlin ein gutes Labor oder in Münster, wie auch immer. Aber da würde ich tatsächlich mal prüfen, ob einmal das Mikrobiom gut ausgestattet ist und was ihr Hormonstatus anbelangt. Ich hoffe, ich habe die Frage beantworten können. Jetzt schreibt Frau Leichter noch, jetzt warte ich mal noch ab, ob da noch eine Frage kommt. Schon sehr interessant, man hört niemanden, man spricht nur. Habe ich jetzt noch was vergessen? Schritt 1, Entgiftung mit Evo-Produkten. Haben Sie gut erklärt? Haben Sie nur Colon genannt? Wie geht es weiter? Ah ja, Frau Leichter. Also grundsätzlich gilt es ja so, dass ich, bevor Sie, also es hängt es davon ab, wenn Sie jetzt eine ganz normale, sage jetzt mal, einmal oder zweimal im Jahr eine Entgiftung machen wollen, dann können Sie tatsächlich das Schema, welches zum Beispiel Evolution sehr schön in einer Broschüre zusammengefasst hat, genau nach Schema vorgehen. Das heißt, da haben Sie jetzt zum Beispiel eine Basisregenerationskur, die wirklich mal 2, 3 Monate geht und dann gibt es eine ganzheitliche Entschlackungskur, die dann entsprechend nochmal 3 Monate geht. Wenn Sie aber jetzt konkret einen Darminfekt hatten zum Beispiel, dann erstens mal würde ich ein Probiotikum wirklich geben, also entsprechend was, also mit mehreren Multispezies. Dann würde ich die Ernährung entsprechend auf stark fermentierte Produkte ausweiten und viel Rohkost mit reinnehmen, um eben Präbiotika und die gesunden Butyratbildner mit reinzubringen in die Ernährung. Weil wenn der Colon wieder richtig besiedelt ist, dann wird sich auch die Dünndarmbesiedlung, die vielleicht auch nicht ganz 100% gut war, sich auch richtig besiedeln. Sie erinnern sich an diese Zahnräder, die ich gezeigt hatte. Die guten Bakterien, ich sage jetzt mal die positiv für uns Bakterien, wenn die wieder vorhanden sind, dann geht es im Rückschritt bis zum Dünndarm nach oben, dass auch sich da die Darmbesiedelung verändert. Ich hoffe, ich habe damit jetzt die Frage einigermaßen beantworten können. Jetzt kommt noch eine Frage, die da gerade noch geschrieben wird, auf die warte ich jetzt. Oder auch nicht? Doch, jetzt da. Was geschieht nach einer Vagotomie? Wie geht die Leitung ins Gehirn weiter? Das ist eine gute, interessante Frage. Tatsächlich nicht so gut. Ich meine, mich zu erinnern, es gab eine Mausstudie, da hat man das gemacht, um zu überprüfen oder überhaupt zu beweisen, dass eben über den Vagusnerv der Darm mit dem Gehirn funkt. Aber es gibt natürlich auch, vielleicht erinnert sich an eines der ersten Bilder, wo ich gesagt habe, dass Bakterien mit dendritischen Zellen kommunizieren und dadurch Metabolite oder auch Zytokine ausgesendet werden, die dann über die Blutbahn ans Gehirn gehen. Also das heißt, wenn der Vagusnerv ausgeschaltet ist, dann geht es immer noch unter anderem auch über Zytokine, Mediatoren über die Blutbahn.
Ich hoffe, ich habe damit die Frage beantworten können. Überlegen, weiß nicht, was jetzt damit konkret. Ein Vagusnerv, also ich, Sie meinen die Vagus, also tatsächlich, nee, Sie meinen was bestimmt was anderes, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich glaube, wenn Sie jetzt, was den Vagusnerv anbelangt, wenn der irgendwie gehemmt ist oder wenn der nicht richtig funktioniert, dann geht es immer noch andersweitig. So, also wir haben jetzt keine Fragen mehr, wie ich jetzt hier sehe. Deswegen ans herzlichen Dank, dass Sie so lange ausgehalten haben. Einen wunderschönen Abend wünsche ich noch, wo auch immer Sie sich gerade befinden. Und ich bitte Sie noch kurz einen Moment da dran zu bleiben, weil wir noch eine Umfrage starten möchten. Vielen Dank und einen schönen Abend.